Ein wunderschön. Herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Tutorial. Heute machen wir mal Autodrive-Kurs und zwar Gärreste von einer Biogasanlage zum, da fährt schon einer, einem Feldrandcontainer fahren. Könnt ihr natürlich genauso gut machen vom Kuhstall bis zum Feldrandcontainer. Heute mal nur den beladen. Alt 0, damit wir an den HUD vom Autodrive rankommen. Wir drücken auf das Dreieck und wir wollen einen Kurs aufnehmen. Heißt, ich muss mal Motor starten. Dann auf das Rack-Symbol und wir fahren erstmal den Kurs ein. Gärreste können wir hier hinten laden. Das heißt, wir machen uns hier schon mal den ersten Punkt. Und zwar den benennen wir gleich mal, könnt ihr machen wie ihr wollt, Gülle holen. Ich weiß, in Gärreste, aber da sei es mal drauf geschissen. Jetzt fahren wir einfach unseren Kurs weiter. Und zwar müssen wir jetzt zum Feldrandcontainer kommen. Der Kollege da hinten hat schon mal 2-3 Fahrten aufgenommen, damit er da seine Gülle holen kann vom Feldrandcontainer. Das soll uns mal nicht interessieren. Wir wollen nämlich hier hin. Das heißt, wir fahren schön, naja, halbwegs dicht, da er da auch vorbeikommt dran. Und wieder natürlich ein Stück weiter fahren. Wir benennen den Punkt und zwar Gülle abladen. Bei mir. Und sehen zu, dass wir zum Ende des Kurses kommen, den wir da gerade eingefahren haben. Relativ einfach. Wir müssen bloß darauf achten, beim Ende des Kurses. Hier müssen wir jetzt stehen bleiben. Wir beenden jetzt den Kurs und er verbindet automatisch. Das hat er jetzt wieder auf dem falschen hier, Alt, auf dem hier gemacht. Dann löschen wir den mal weg. Mit Alt müsst ihr dann gedrückt halten. Und damit ist der Kurs auch eigentlich schon fertig. Dann lassen wir ihn jetzt mal automatisch fahren. Und zwar drücken wir uns hier unten bei den Symbolen durch. Und dann nehmen wir hier abholen und abliefern. Wir holen, darum ja auch der Fein rein, holen wir jetzt nämlich Gülle holen. Ich hoffe, ich habe den richtigen getroffen. Jawohl. Und wir fahren ihn zu Gülle abladen, also sprich in den Container. Das Ganze bleibt auf Gärreste und wir drücken an und wir erfreuen uns der Sache, dass es funktioniert. So hoffen wir es mal. Gucken wir mal, ob er schon mal was reinlädt. Er tastet sich natürlich ran, bis er da rankommt. Kann sein, dass der Punkt vielleicht zu dicht ist. Mal gucken, ob er es trotzdem macht. Wenn nicht, setzen wir ihn ein Stück weiter weg. Das soll ja nicht das Problem sein. Aber wir gucken mal. Nein, er lädt trotzdem. Und weil das immer so gut funktioniert, nehmen wir uns gleich noch einen zweiten dazu. Der hat hier schon ähnlich einen Kurs drin. Wir fahren den Kollegen zum Kurs. Oh, hat sogar noch was drin. Dann können wir nämlich gleich sehen, ob er auch was ablädt. Und anschalten. Und gucken wir mal, ob er, wenn er da zart ranfährt, macht er nämlich nicht. Wir müssen das schon ein bisschen ändern. Es war nämlich zu dicht dran. Seht ihr? Muss auch mal geändert werden. Er fährt jetzt erstmal vorbei, weil er beim Gülle holen war. Deshalb war er hier noch auf blau. Wir gucken aber mal. Der macht seine Arbeit. Was er jetzt macht. Er müsste eigentlich anhalten. Er hat seinen Gülletank voll. Und pumpt ihn das da einwandfrei rein. So sollte das auch wirklich funktionieren. Ich lasse das mal ein bisschen laufen und dann sind wir nämlich eigentlich schon mit den Kurseinstellungen durch. Ja, ihr seht, das geht einmal frei. Das geht jetzt eben weg, weil hier endlos eingestellt ist. Das wäre noch die einzige Einstellung, die wir ändern könnten, dass er das einmal nur fährt, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, so oft wie ihr wollt, je nachdem. Und hier fährt er halt in der Endlosschleife. Jetzt muss er warten, weil Feldrandcontainer ist voll. Der andere hält dahinter an. Und der nächste Kollege zieht sich das mit raus. Das können wir uns nochmal mit angucken. Dann müsste er eigentlich wieder weiterfahren. Und genau das macht er. In der Zeit, wo der andere jetzt raussaugt, schiebt er rein. Der nächste wartet, könnte mit mehr Maschinen hintereinander machen. Autodrive ist genauso wie Cosplay einfach eine geile Alternative, um hier selber zu fahren. Was soll ich euch weiter sagen? Kurz und knapp. Wem es gefallen hat, Daumen hoch. Lasst doch gerne ein Abo da. Ansonsten kennt ihr das Spiel. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.